Willkommen zur Pressekonferenz nach dem zweiten Halbfinale. Dass die EWB Baskets mit 72:60 gewinnen, die Serie ist ausgeglichen. Geht jetzt beim Stand von 1:1 nach Oldenburg. Sebastian Machowski, Head Coach der EWB Baskets, mit seinem ersten Statement zum Spiel. Dankeschön. Ja, erstmal, ich weiß nicht, was... wie Per Günthers Verletzung aussieht, was er nun tatsächlich hat. Ich wünsche ihm erstmal an dieser Stelle alles Gute und gute Besserung. Aber ich freue mich in erster Linie über diesen Sieg, den wir heute hier erringen konnten und die Serie zurück nach Oldenburg geholt haben. Wir haben in erster Linie über die Verteidigung heute gewonnen. Die Ulmer auf 60 Punkte zu halten, ist eine grandiose Leistung. Und ich denke, am Ende haben wir verdientermaßen gewonnen. Es wurde etwas hektisch zum Schluss. Und Tatsache ist, dass wir nicht kühlen Kopf bewahren konnten über die gesamte Strecke. Aber die Art und Weise, wie wir diesen Sieg errungen haben, das ist sehr wichtig für das Selbstvertrauen, weil wir nach dem ersten Spiel gemerkt haben, dass wir sehr viel richtig gemacht haben, unnötig und unglücklich das erste Spiel nach Verlängerung verloren haben. War das eine tolle Antwort der Mannschaft und ich freue mich bereits jetzt auf Spiel 3 am Mittwoch in Oldenburg. Danke. Dankeschön. Thorsten, deine Einschätzung vielleicht mit ersten Informationen zu Pers Verletzungsstand? Bevor ich darauf eingehe, möchte ich Sebastian zum verdienten Sieg gratulieren. Bei Per gehen wir derzeit davon aus, dass es eine Muskelverletzung ist. Gut möglich, dass es ein Muskelfaserriss ist. Da werden jetzt noch genauere Untersuchungen nötig sein, um das bestätigt zu bekommen oder hoffentlich eine etwas mildere Diagnose zu bekommen. Mein Eindruck war, dass wir von dieser Verletzung, bei der man gleich sehen konnte, dass was Ernsteres ist, geschockt waren und auch mindestens ein Viertel brauchten, um uns davon zu erholen. Wir haben das zweite Viertel ausgeglichen gestaltet, wir haben das dritte Viertel gewonnen, wir haben das vierte Viertel ausgeglichen gestaltet, sodass man sagen kann, da war nicht alles verkehrt. Aber dieses erste Viertel, wo wir viel zu passiv gespielt haben, vielleicht auch wie paralysiert gespielt haben, das hat uns dann letztendlich die Siegchance gekostet. Gegen eine so starke Mannschaft wie die Oldenburger ist es halt auch nicht leicht, 15, 18 Punkte wieder aufzuholen. Ich glaube, teilweise lagen wir sogar mit 20 Punkten hin. Die Mannschaft hat Charakter gezeigt, hat sich nicht aufgegeben, hat daran geglaubt. Erneut hat uns aber auch die Defense der Oldenburger den Zahn gezogen. Wir haben heute noch mal weniger Prozente geworfen als am Dienstag mit 34%, glaube ich, vermutlich die schwächste Leistung. Wir werden zurückkommen, da bin ich ganz fest von überzeugt. Wir haben heute schon defensiv eine bessere Leistung gezeigt als am Dienstag. Wir können noch besser verteidigen und das werden wir auch müssen. Wir müssen den aller Wahrscheinlichkeit Per Günther kompensieren. Diesen Ausfall müssen wir kompensiert bekommen. Das wird uns aber gelingen. Wir müssen mit Selbstvertrauen spielen, das ist ganz wichtig. Das hat uns im ersten Viertel gefehlt und hier und da auch später. Da haben wir zu lange überlegt, nehmen wir den Wurf nicht. Die ersten zwei, drei waren daneben, dann schießt man nicht mehr so selbstbewusst. Und da werden wir mit Sicherheit auch einen Hebel ansetzen, dass wir mit Selbstbewusstsein und mit großer Spielfreude in diese physischen Begegnungen gegen Oldenburg gehen. Dankeschön. Wenn Fragen an die Trainer, bitte das Mikrofon nicht vergessen. Die Szene zwischen Keaton und Ronnie Burrell, was genau ist da aus beider Sicht passiert? Wir haben es nicht so wirklich beobachten können. Ich habe es eben angedeutet, zum Ende des Spiels, als die Ulmer gepresst haben, kam auf einmal eine Nervosität ins Spiel, eine Aggressivität und eine gewisse Härte, die nicht immer unterbunden wurde, so auch in dieser Szene nicht, als Ronnie Burrell von hinten angegangen wurde von Keaton Nankerville. Aus meiner Sicht hat er ihm ganz klar über beide Arme geschlagen, hat ihm sogar noch im Gesicht getroffen. Und dabei hat Ronald Burrell den Ball verloren. Nankerville will zum Korb bzw. zum Dunk ansetzen. Und Ronald Burrell wollte ihn daran stoppen. Es wurde als aus meiner Sicht
ja, leider richtig disqualifizierenden Foul ausgelegt. Und ich hoffe, dass die Schiedsrichter auch die Entstehung dieser Szene mit in ihre Beurteilung einfließen lassen und dass wir Ronnie bald wieder einsetzen können. Danke. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Herr Leibniz, wie sieht Plan B aus ohne Per Günther? Wie das konnte man ja heute schon sehen und ein bisschen habe ich ja darüber gesprochen. Ich glaube, das wird jetzt so ein bisschen die Feuertaufe für Till Jönke. Ist auch klar, dass wir mit Lance Jeter nicht 40 Minuten spielen können. Till hat das heute schon ganz ordentlich gemacht. Der wird sich noch mehr an diese Situation gewöhnen. Er ist Youngster der Pro B geworden. Da hat er herausragende Leistungen gezeigt. Und warum sollte man ihm jetzt auch nicht in so einer wichtigen Phase das Vertrauen schenken? Aber auch auf Lance wird viel Verantwortung stoßen. Und eventuell werden wir auch mit Alan Ray auf der Aufbauposition spielen. Das hat er in der Vergangenheit auch schon gemacht. Herr Machowski, sehen Sie sich als klarer Favorit jetzt auch durch die Verletzung, aber auch durch diesen Sieg jetzt und das Heimrecht wieder? Sehen Sie sich in der Favoritenrolle? Interessante Frage bei einem ausgeglichenen Spielstand von 1-1. Ich glaube nicht, dass es einen Favoriten gibt, weil man gesehen hat, dass jetzt beide Male die Auswärtsmannschaft erfolgreich war. Tatsache ist, dass wir durch diesen Sieg heute das Heimrecht uns wieder erkämpft haben. Das ist wichtig. Und jetzt müssen wir am Mittwoch nachlegen, egal ob Per Günther spielt oder nicht. Vielleicht wird er wieder spielen können, das kann jetzt, glaube ich, niemand sagen. Und warten wir also erstmal ab, was bis dahin passiert und wie beide Mannschaften am Mittwoch dann auflaufen werden. Leibniz, können Sie bitte etwas zu John Bryant sagen? Der hat so den Anschein gemacht, als wäre er nicht so richtig im Spiel gewesen. Ja, also ich glaube, wenig Spieler haben heute an ihrem Optimum gespielt. John gehört sicherlich nicht dazu. Auch bei Alan Ray saßen zu viele Würfe nicht, 10%ige Trefferquote. John mit 29% ist auch deutlich unter dem, was er normalerweise kann. Das wird besser werden, aber mein Eindruck war, alle Spieler waren so ein bisschen paralysiert aufgrund dieser Verletzung von Per. Und John ist nie so ganz in den Rhythmus reingekommen. Hat defensiv sicherlich anständig gespielt, auch wenn man seine vier Blocks sieht, 7 Rebounds. Aber ich denke, bei jedem Einzelnen ist auch noch Luft nach oben. War Per jetzt eigentlich ständig in der Halle? Es ging zwischendurch mal die Kunde, er sei ins Krankenhaus gebracht worden. Nein, er liegt bei uns auf der Physiobank. Und hat er das Spiel am Fernseher verfolgt, hat natürlich das Bein hochgelegt. Da gab es Behandlung auch noch während des Spiels. Und ich gehe mal davon aus, dass er jetzt entweder ins Krankenhaus oder in irgendeine Praxis gefahren wird, um das dann genauer zu untersuchen. Vielleicht noch mal eine Frage zu Till Jönke. Auf den wird, das haben Sie gerade gesagt, einiges zukommen. Viele Trainingseinheiten wird es nicht geben vor dem Spiel. Aber wie können Sie ihn jetzt pushen? Ja, also den muss man nicht pushen. Der hat so viel Energie, dass das mit Sicherheit nicht nötig ist. Den muss man eher so ein bisschen anleiten. Hier behalten kühlen Kopf, lass dich nicht von dem Druck verrückt machen. Du bist ein unglaublich schneller Spieler. Du wirst an den Spielern vorbeigehen können, wenn der Druck zu hoch ist. Und da gibt es eher nur so kleine Gespräche. Wir werden zweimal mit der Mannschaft trainieren und ja, da werden wir an gewissen Dingen arbeiten. Aber das ist ja einer, der jetzt nicht erst seit gestern Basketball spielt, sondern der kann das ja richtig gut. Wir hatten den Luxus, zwei einfach noch stärkere Spieler vor ihm zu haben. Aber ich bin eigentlich auch überzeugt davon, dass er in anderen Bundesliga-Teams vermutlich noch mehr Spielzeit bekommen hat, weil die halt nicht mit Per Günther und Lance Jeter spielen konnten. Bei uns weiß er, dass er behutsam aufgebaut wird und ja, damit ist jetzt Schluss. Jetzt muss er ins kalte Wasser. Aber das wird er prima machen. Da bin ich fest von überzeugt. Ich noch eine Frage stellen. Hadern Sie jetzt vielleicht dann doch langsam mal mit dem Schicksal, weil diese Verletzungsmisere wirklich auffällig ist?
Also freuen tue ich mich nicht drüber, aber es gibt mehr Mannschaften, die mit Verletzungssorgen zu kämpfen haben. Es hilft mir ja jetzt auch nicht, wenn ich mich darüber ständig auslasse. Es ist Teil des Basketballspiels, Teil des Sports, dass Verletzungen passieren. Ich bin der festen Überzeugung, wir haben immer noch ein paar gute Spieler in unseren Reihen. Also wir sind ja jetzt nicht verloren, nur weil Per verletzt ist. Schön ist was anderes. Es ist auch ein bisschen Schicksal, dass es die Deutschen auch gerade trifft. Ja, Basti raus, Per raus, da sitzt ein Miles Hessen, der mit den Füßen scharrt, der nichts lieber tun würde als spielen, den ich auch hervorragend auf der 3 oder der 2 einsetzen kann. Das ist ein unglaublich vielseitiger Spieler. Aber dass sich ein deutscher Spieler verletzt hat, muss er weiterhin die Bank drücken. Das ist ein bisschen tragisch, aber auch so ist Sport. Also deswegen, ich werde mich darüber nicht groß auslassen. Wir müssen jetzt mit dem arbeiten, was wir haben, und das ist gut. Alle Fragen beantwortet haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und guten Nachhauseweg.